Ballerballer ist aber nicht so schnell. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir müssen wieder Ballerballer spielen. Ja. Jetzt mal Wegpunkte. Jo. Ich würde sagen, wir nehmen erst den. Ja. Wieder durch die Gegend fahren, Lastwagen zerstören. Das ist eine geile Geschichte. Vor allem immer so weit fahren. Ja. Der Bunker halt, liegt halt da oben echt Mist. Hä? Spielen die jetzt immer noch? Also kämpfen die immer noch? Nein, das ist nach dem Match. Der haut die nur alle kaputt. Ach, der macht den nochmal fertig so. Richtig. Ja, ja. Weil er gewonnen hat. Es gibt ja immer solche. Ja, ja. Jetzt hat er den voll durch die Scheibe gehauen. Du solltest deinen Bunker mal gegenüber einem anderen Bunker in Zahlung geben, der irgendwie näher irgendwo dran ist. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaub schon. Hey, von hier fährst du ja echt. Wir können das jetzt gerade mal checken, während du fährst. Mach mal. Mach ich gerade. Gibt's das was Bunkermäßiges? Ja, die Bunker sind fast alle so im Norden. Ja, ganz aber genau. der ist ja ganz im Norden. Dass die Bunker nicht in der Stadt sind, das ist mir auch klar. Okay. Wenn ich den Bunker so nehmen würde, wie ich meinen haben will, dann muss ich für die näheren Bunker 2,56 Millionen bezahlen. Muss ich denn herfahren, Alter, finde. Was ist denn das für einer, der da so ganz abseits ist, vor uns, also rechts? Warte. Wo fährt denn der hin? Der, das ist der, wo du eigentlich hinfahren sollst. Weil der ist ganz irgendwie anders. Nee, auf der Minimap ganz rechts. Warte. Ach so. Der fährt auch Richtung Innenstadt wieder rein. Ach so. Dann können wir den als nächstes machen. Oder wir fahren erstmal zu den anderen, weil die sind dichter beieinander. Ja, eben. Ich dachte wenigstens, der fährt so Richtung Bunker, dann hätte man auf dem Rückweg den mitnehmen können. So. Jo. Leer? Dann jagt den nächsten in die Luft. So ja. Geil. Und das war's jetzt mit dem Gucken oder was? Raw Talk habe ich jetzt nebenbei.
Doch an, wir machen jetzt noch hier zu Ende und dann werde ich frühstücken und dann die Arbeit gehen, so ungefähr. Ja, das ist schon ein bisschen scheiße, ne? Einzig Negative. Ja, dass das nachts kommt. Ja, ist halt in Amerika, ne? Was willst du erwarten? Naja. Klar, dass das nicht nachmittags bei uns kommt. Oder abends. Also, wenn du dann am Punkt bist, einfach rechts abbiegen. Rechts? Mhm. Also jetzt hier an der Kreuzung rechts abbiegen. Okay. Weil der ist ein Stück weiter gefahren. Der steht da vorne. Oh, lass uns mal den hier als erstes holen, weil sonst haut er uns ab. Und der fährt Richtung Norden. Oh. Hm. Was war das denn? Nicht so gut gefahren. Sina ist schon im Gespräch. Was sagt er denn jetzt? Hörst du dem zu? Nee. Also du guckst auch nur. Ich hab Ton aus. Hast du Ton ausgemacht? Wie gesagt, ich hab den Ton immer aus. Also, wenn ich jetzt was anderes nebenbei mache. Naja. Ich jetzt, sonst verstehe ich dich ja beispielsweise gar nicht mehr. Ich dachte, du hättest jetzt zumindest bei dem Raw Talk angemacht und hörst dazu, was der sagt oder so. Ein Raw Talk höre ich sowieso meistens nicht. Der interessiert mich null. Brennt. Genau, wieder zurück Richtung Stadt. Ist der jetzt explodiert? Nee, ne? Jetzt. Oh, zurück. Zurück. Ziel erledigt, hol dir die Vorräte aus dem Wrack. Gut, dass du aufgepasst hast. Ja. Aber wir brauchen zwei Vorräte. Ja, irgendeiner hat noch Vorräte. Oh, mach den mal kaputt da. Wie er so vor uns steht, so. Halt! Stehen bleiben! Das ist geil. Stehen bleiben! Stehen bleiben, Polizei! Aua! Alter, nice. Nick? Achso, du fährst noch. Wie, ich fahr noch? Ja, du warst so still und das Auto hat sich nicht mehr bewegt. Da dachte ich so, disconnect. Nee, nee. Ich fahr. Wir werden beschossen. Weiter. Der ist drüben beim, bei der, wie heißt denn die Scheiß? Wo dieses Riesenrad ist. Ach so, ja, ja, am Pier. Ja, genau, am Pier. Das ist gut, da müssen wir eh hin. Jetzt fährt er weiter. Er ist jetzt auf der Autobahn.
Also er fährt Richtung Autobahn. Also wir würden da auf ihn treffen. Warte, ich sag mal da. Ungefähr auf ihn treffen. Wenn er so weiterfährt. Aber scheinbar will er nicht auf die Autobahn. Da. Er fährt immer weiter Richtung Strand. Was denn? Er ist voll in mich reingezogen. Ach so. Der wollte, glaube ich, auf der Autobahn bleiben. Wollte aber von der Autobahn runter. Einer musste nachgeben. Er war der Verlierer. Er hat gerade irgendwas gesagt von wegen, irgendwas blutet. Er kann's fühlen. His heart is bleeding, dass er nicht gewonnen hat. Oder so, keine Ahnung. Ach so, nein, nicht der John Cena, sondern im Spiel. Ach so. Der fährt die ganze Zeit auf diesem Parkplatz hier. Nee, der ist hier drauf gefahren. Vorher war er nicht hier. Doch. Der fährt die ganze Zeit hier auf dem Parkplatz im Kreis. Nein. Doch. Der war vorher woanders. Nein. Ja. Doch. Ja. Der ist hier auf dem Parkplatz, ist er eben gerade erst drauf gefahren. Das war ein Witz, Alter. Aber der ist trotzdem da im Kreis gefahren. Das, ja, das hat man beobachten können. Ja. Mach uns mal den Weg frei, ne? Wir machen ihn den Weg frei. Volksbanken Raiffeisenbank. Sieh schon, komm. Drückst gleich bei einem den Reifen und er fliegt voll in uns rein. Meinst du? Weiß ich nicht. Könntest du mir vorstellen. Oh, einfach nur auf die Reifen ziehen. Genial. Ja. Wow. Ja, das war nicht meine Schuld. Nee, das stimmt. Du hattest aber recht, ich habe ihn seine Reifen geschossen und er ist in uns reingefahren. Es war nicht so, wie du dir das gedacht hast, aber es war ähnlich. Fast. So ruhig auf dem Server, da dachte ich schon, wir wären alleine. Nee. Noch zwei andere Spieler. Der Ex-Camper. Sanaito. Meinst du, ich treff den Reifen, ey? Jetzt. Das sieht so geil aus. Ja. Eigentlich müssten die andere Richtung ziehen. Bom! Du schießt den auf der rechten Seite die Reifen kaputt. Ja. Eigentlich müssten die nach rechts wegziehen. Ja, ja, klar, aber die fliegen alle nach links. Alter, wie geil war das denn? Hörst du auf? Was? Du hast auf die rechte Seite geschossen. Ach so. Nee, da habe ich nicht drauf geachtet.
Ich kann das Auto völlig in eine Richtung lenken, wie ich das will. Das ist hammerhart einfach nur. Du kannst dein Auto aber auch nur viermal lenken. Nee, ich habe zweimal aufs rechte hintere Rad geschossen und er ist immer weiter nach links gefahren. Erst fliegt das Auto und dann so in der Luft stehen geblieben. Ja. Scheiße. Ah. Das war nice. Warum hat mein Handy keinen Akku mehr? Ich weiß nicht. Ich hab's gar nicht dran gehabt. Achso, ja, ich weiß warum. Produktionsvorräte sind noch nicht mal zur Hälfte voll. Ja. Jo, damit verabschiede ich mich heute. und wünsche euch viel Spaß. Bis morgen, übermorgen oder was auch immer, wenn es wieder heißt. Wir spielen GTA Online. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao. Tschüss.